Hallo Leute, weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy 9. Da habt ihr kurz meine Maus gesehen, eventuell. Aber das ist, denke ich mal, nicht so dramatisch. Wir sind wieder zurück in den Blumen, das ein wenig, wie soll ich sagen, zerstört wurde. Aber das ist ja nicht so schlimm. Eigentlich schon. Naja, es ist nicht so schlimm, da, wie gesagt, hier leben noch Leute und es sind noch viele Häuser da, aber leider sind natürlich auch mehrere Leute ums Leben gekommen. Das ist dann natürlich wieder nicht so schön. Gab es hier nicht irgendwo ein Item oder so? Da gab, war das hier. Anscheinend nirgendwo. Aber hier waren, glaube ich, Items drin. Bei unserem ersten Besuch in den Blumen waren hier zwei Truhen, ja. Und die sind wieder zu. Phönixfeder und ein Äther. Gut, das nehmen wir hin. Ich war irgendwo ein Ausrufezeichen. So, irgendwas mit Kartensammlung, bla. Ist nicht so wichtig. Einfach mal ignorieren, dran vorbeilaufen und dann ist alles gut. Gut, ich wollte jetzt erstmal zum, hier links, zum Schmied gehen. Und das ist der Minister. Der Industrialbezirk ist gegangen. Und der Business- und der Theaterbezirk sind auch nur noch Ruinen. Ja, Sir, Onkel Atania. Prinzessin Garnet, Meister Stu. Ich bin froh, euch beide in Sicherheit zu sehen. Wo ist Onkel Cid? Ist der Regent in Sicherheit? Ja, Prinzessin, das Schloss wurde verschont. Regent Cid ist am Leben. Gott sei Dank. Ich werde euch zu ihm bringen, damit ihr ihn sehen könnt. Ich will aber erstmal zum Schmied gehen, verdammte Scheiße! Prinzessin Garnet ist zurück. Onkel Cid? Garnet, ich dachte, Brain, hat dich umgebracht oder sowas, keine Ahnung. Stu hat mich gerettet. Danke, Stu. Quack. Aber Micha, Markus und Beatrix wurden zurückgelassen. Ich, Generalin Beatrix, wir müssen uns aber nichts sagen. Ich denke, es geht ihnen allen gut und sowas und sie sind nach Treno entkommen. Ich habe hier einen Lebendigen und sowas. Und oh mein Gott, das muss. Ja. Sie denken natürlich auch wieder, er wäre ein böser Schwarzmagier. Aber das ist er natürlich nicht. Und ja, Cid hat Angst wegen diesen ganzen Beschwörungen, weil die zu mächtig sind und alles Mögliche. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir brauchen mehr Informationen über König Brain, einen Waffendealer namens Kuya, steckt hinter den, Attacken und sowas. Kuya wurde, hat Brain mit hoch, fortgeschrittenen Magiewaffen verzaubert. Achso, ja genau. Brain ist nur deswegen so, böse und will die ganze Welt erobern und alles angreifen, weil Kuya, sie verzaubert hat. Kuya, der mit dem weißen Haaren, erinnert euch, das ist der Bösewicht aus diesem Final Fantasy Teil übrigens. Sollte ich vielleicht mal erwähnen, keine Ahnung. Ich werde dich beschützen. Gut, ist alles ziemlich süß. Ich werde noch Kuya gucken. Ich möchte auch gehen. Hier ist kein Ort für mich. Okay, lass uns in Kuyas Arsch treten. Wie finden wir... Nee, wirst du uns das schnellste Luftschiff aus Lindblum geben? Luftschiff können bloß hier fliegen, wo der Nebel ist. Und der Nebel existiert nur auf diesem Kontinent. Das heißt, ihr könnt nicht über den Ozean mit dem Luftschiff. Was ist mit einem neuen Luftschiff, was ohne Nebel fliegen kann? Das ist bisher noch nicht bereit. Und ja, also können sie nicht bauen rechtzeitig. Aber da ist ein Weg. Da ist, nördlich ein Sumpf und da ist ein Tunnel. Und durch den kann man auf den äußeren Kontinent kommen. Und wir haben 3000 Gil bekommen. Oder 5000, ich habe das gerade nicht gelesen. Ich habe mal wieder zu schnell weggedrückt. Jo. Hör zu, Lindblum, ist nun Alexandrias, Territorium. Du wirst, es wird dir nicht möglich sein... für eine Weile zurück... Es wird für eine Weile nicht möglich sein, zurückzukehren. So.
Also bereite dich selber gut vor. Lass mich wissen, wenn du bereit bist. Gut, erstmal, wenn wir hier gehen, denn ich glaube, das war die Tusse aus Medizinhandlung, genau. Schön viele Potions kaufen. Phoenix wir dann erstmal nicht so. Haben wir noch genug? Und hiervon haben wir auch alles genug. Hiervon müssen wir vielleicht nochmal was mitnehmen. Augentropfen auch mal. Aber wir haben ja gegen diese ganzen Stadtveränderungen haben wir ja was in der Hand. So, dann werden wir erstmal zum Schmied gehen und gucken, was wir brauchen, um uns super ultimative Sachen zu schmieden. Exploder, das will ich haben. Brauchen wir noch einen Mage-Masher, oder wie das ausgesprochen wird? Das können wir zweimal machen. Wüstenstiefel werden wir noch einmal machen. Wir brauchen eine Gabel noch. Korallenring wäre eigentlich auch nicht schlecht. Magical Shoes auch nicht schlecht. Scheiße. Problem ist, dass das alles so viel kostet für uns. Jetzt werden wir auf jeden Fall nochmal dieses eine Messer holen. Und wenn wir das dann haben, dann können wir uns noch hier was Besseres schmieden. Aber ich denke mal, ich werde hier mehr kaufen als nur dieses Messer. Denn hier ist es dann doch zu verlockend, das Angebot, geile Sachen zu kaufen. Also erstmal dieses Messer. Am besten gleich zweimal. Man weiß ja nie, wo man das noch so braucht. Nehmen wir das noch mit. Nochmal einen Lichtstab. Das können wir nochmal mitnehmen. Irgendwas, das wir gar nicht haben. Thunder Gloves. Nee, nehmen wir nicht mit. Tierweste, haben wir noch welche? Hiervon haben wir gar nichts. Nehmen wir das mal ein bisschen mit. Und ansonsten sollte das eigentlich auch erstmal gut sein. Dann gehen wir hierhin zurück eben zum Schmied. Ja, später, wenn man mehr Geld hat, kann man auch richtig schmieden. Aber jetzt ist es halt noch ein bisschen verkackt. Exploder brauchen wir. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch so. Korallenring können wir jetzt noch holen. Und das war's dann aber auch. So. Ausrüsten. Exploder. Ui, geil. Gucken, was wir hier noch. Da können wir nichts Neues ausrüsten. Auch nichts Neues ausrüsten. Die haben wir doch neu angelegt, aber hätten wir noch was Besseres? Nee, hätten wir nicht. Gut, dann werden wir gucken, ob wir dir noch was geben können. Hier das neue auf jeden Fall. Ability Up ist wichtig. Oder Move. Ja, das brauchen wir momentan erstmal. Mithril-Weste ist noch für Auto-Potion. Und hier Kura könnt sie hier durch erlernen. Ability Up erlernt sie auch durch dieses andere Dings. Und Ramu beschwören ist nicht schlecht. Das heißt, sie wird erstmal das erlernen. Dann gucken wir erstmal, was wir hier noch anlegen können. Ability Up müssen wir auf jeden Fall anlegen. Was ist Jelly? Gegen Versteinerung und sowas. Gut. Dann machen wir das so. Gut. Und ich denke mal, das dürfte es dann auch erstmal gewesen sein. Wieder zu ihm zurück. Ja, wir sind bereit. Brands Flotte kommt an und sowas. Achso, das ist also so eine Wasserflotte. Oh, und da sind zwei Truhen. Die hätte ich dann doch schon gern. Die da links stehen. Oder sind die nur Verzierungen? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen. Ist auch nicht so wichtig. So, komm schon. Und sie haben echt alles eingenommen, die Schweine. Ganz Lindblumenschloss gehört ihnen. Ich wundere mich, wo wir jetzt nächstes hingehen. Ich weiß, ich kenne kein Königreich mehr, das zu unserem Land gehört. Ich bin sicher, Königin Brain hat einen Plan. Wir müssen uns um sowas nicht kümmern und so weiter. Wir haben Lindblumen und alles ist gut und Töfte und jetzt gehen wir ein Bier saufen. Irgendwie so in der Art. Gut. Und er ruft sie zu sich hin. Okay. Alles ist noch gut hier. Ich wundere, was Brain tun wird zu. Was ist mit dir los? Was ist, wenn etwas zu unserem Puma zustößt? Das wäre nicht okay und sowas alles, ja. Wir müssen aufpassen und so weiter. Ist jetzt unwichtig, was sie schon wieder erzählt. Sie erzählt sowieso viel, wenn der Tag lang ist und deswegen danke dir. Okay. Und wir sind im Keller angekommen.
Da steht Puma schon. Puma, wir sind froh, dich zu sehen und sowas. Er hat gesagt, warte hier, und dann ist er weggegangen. Könnte es sein, dass... Oh, ich habe es. Schabens Gate, bla bla, mein Schloss. Ja, er erzählt jetzt hier erstmal irgendwas für uns. Keine Ahnung, was er damit jetzt, was er jetzt hier will. Ah, Weltkarte, ach so. Hat eine Weltkarte geholt, das ist natürlich dann doch schon mal ziemlich toll. Danke, Onkel Sid. Und jetzt geht's. Okay, lass uns gehen, Lazar. Alles Töfte, die steigen jetzt einfach rein in diesen alten Käfer. So sieht es zumindest aus. Was geht da jetzt schon wieder ab? Boah, die labern jetzt schon wieder viel. Was ein Glück, dass ich wirklich nicht alles übersetzt, weil das wäre dann doch schon zu viel irgendwo. Komm mit uns, ihr zwei. Wir müssen den Regenten finden. Okay. Können wir speichern? Was können wir bei dir kaufen? Oh, wertvolle Sachen, das ist gut. Aber die Sachen haben wir sowieso jetzt alle gekauft, also... bräuchten das vielleicht nochmal? Wir gucken, wem von beiden wir das eher anlegen werden. Z-Group, erstmal... für Ability Up, das ist wichtiger als Jelly, das ist jetzt... Hier können wir ihm nichts Neues geben, warte mal, da lernt er noch... Okay, er lernt da sowieso noch was, hier lernt er ja auch was. Hier können wir ihm nirgendwo was beibringen, okay. Dann werden wir ihm auch da erstmal nichts ausrüsten. Okay, sie lernt noch Auto Potion. Dann würde ich sagen... Achso, die hat ja schon alles richtig erlernt. Aber er sollte noch Ability Up anlegen und... Gut, dann ist alles gut. Und wir können uns aufmachen. Ich werde kurz trainieren, um ein paar Abilities zu lernen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Okay, Leute, da wären wir wieder. Ich habe jetzt ein bisschen trainiert. Gut, sie hat das erlernt. Sie hat hier sowieso nichts zum Lernen gehabt. Das hat sie auch erlernt. Dann können wir die bessere Weste anlegen. Das hat sie auch erlernt. Das heißt, sie kann jetzt hier... Kura erlernen. Ability Up lernt sie jetzt sowieso schon. Dann müssen wir gucken, was wir ihm hier noch beibringen können. Lightning Staff. Können wir abnehmen. Blizzard muss er noch erlernen, deswegen geben wir ihm den. Bessere Ausrüstung konnte er gebrauchen. Ability Up muss er noch erlernen. Hier konnte er eh nichts erlernen. Müssen wir bei unserem Helden kurz gucken. Der kann auch nichts erlernen. Keiner kann ja nichts erlernen. Und da erlernt er immer noch was. Er hat leider keine Ability ab und kann das bisher auch noch nicht erlernen. Das ist das Problem an der ganzen Sache, aber das ist, denke ich, nicht so schlimm. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zu diesem Sumpf hier. Kusmorast. Oh yeah. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an diese Szene hier im Sumpf, wo dieser Mogel dem anderen Mogel etwas beibringen wollte. Da sind sie auch schon, die beiden. Da kann man sich diese Tipps auch nochmal durchlesen, alles. So, und jetzt gibt es einen neuen Charakter. Aber damit er sich uns anschließt, denn er hat so viel Hunger und er isst für sein Leben gern, müssen wir uns einen Frosch fangen. Stu hat einen Frosch gefangen. Hm, du hast einen Frosch. Frösche sind sehr gut. Wer zur Hölle bist du? Ich? Ja, und das ist Axo, der liebe Axolotl-LP. Er hat zwar ewig keine Zwerge mehr gemacht, aber ist immer noch ein Kumpel von mir halt. Axo, möchtest du diesen Frosch? Ja, ja. Aber er ist ein sehr verfressener und der passt halt so. Njammt, jetzt. Okay, hier. Oh, yay. Frosch gegeben, jo. Meiner, meiner. Du behinderter Axo, hier ist deine Mutti. Ja, seine Mutter sieht bestimmt aus. Nee, ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen. Also, ja, gut.
Das ist keine Ahnung von wirklich gutem Essen. Das ist einfach nur Frösche. Aber Meister, Frösche sind sehr gut. Frösche sind das Beste. Besser als Alexandrias. Ach, bla, ich hab. Du bist behindert, Alter. Digga, geh nach Hause. Okay, die Frösche sind die Besten und sowas. Und dieser Morast existiert überall auf der Welt, nicht nur auf diesem Kontinent. Sagt uns hier quasi. Und ja, sie gehen auch nämlich zum anderen Kontinent, haben sie ihm jetzt erzählt, und da gibt's auch Frösche, und das heißt, sie gehen da jetzt hin und er schließt sich uns an. Was ist los, Boomer? Der sieht so exakt so aus wie mein Großvater. Großvater? Dieser Quallentyp? Ja, vielleicht weiß er etwas über meinen Großvater. Ich werde mit ihm reden, Stu. Und jetzt ziehen sie es nochmal ein bisschen in die Länge, den Dialog. Was stimmt nicht? Ist irgendwas in meinem Gesicht? Kennst du einen Mann namens Quan? Ich kenne diesen Idiot nicht. Großvater Quan war ein bisschen seltsam, aber kennst du ihn? Antworte nicht. Ja, okay. Weißt du, du kennst ihn wirklich nicht? Nein, ich kenne diesen Quan nicht. Wirklich? Sicher? Ah, das ist scheiße. Lass uns gehen, Puma. Okay. Ja, hat ihn nochmal angeguckt. Hat wahrscheinlich den Todesblick gerade angewandt an dem. Jetzt müssen wir hier erstmal bei Equipment hier bei ihm. Oh, scheiße. Als Status gibt's hier Isomiak. Muss ich mir auch was mal beibringen. Als Status Antibody. Den gibt's hier irgendwo Antibody zu erlernen. Noch Autopotion nur. Antibody, das ist wichtig. Add Status, dann brauche ich hier Add Status nicht mehr. Antibody, da kann ich hier einen normalen angelegt haben. Gut, das geht erstmal so, würde ich sagen. Dann rüsten wir ihm eben was anderes hier. Was bringt das? Schneller Trance, ne, das brauchen wir nicht. Zack, zack. Geht so. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ganz kackendreist. Axo, wohin gehst du? Ich rieche Frösche. Nein, wir müssen den Eingang zum äußeren Kontinenten suchen. Ich rieche in dieser Richtung Frösche. Verdammt, Scheißdreck. Kacke. Ah, do, ich meine, gar nichts. Ah, Frösche. Nymph. Nymph. Ja, fuck. Nymph, Frösche. Da stehen. Oh, sind weggerannt. Schon wieder. Warte eine Minute, Axo. Das ist der Eingang. Das muss der Eingang zu dem, zu der anderen Seite sein. Das ist das erste Mal, dass ich sehe. Bist du? Gehen wir rein? Auf jeden Fall werden wir da reingehen. Es könnte zum äußeren Kontinent führen. Lass uns gehen. Ich bin der Meinung, hier wären Mogel. Aber anscheinend irre ich mich, oder kommt er jetzt, wenn ich zurückgehe? Nö, ist keiner. Okay. Dann habe ich mich da wohl geirrt. Können wir ja nicht speichern. Das ist jetzt schade. Naja, was soll man machen? Fossilienmine. Oder Höhle, wie man es nennen mag. Vollgeheilt sind wir jetzt nicht. Ganz, dann machen wir das mal eben. Zumindest fast ganz. So, reicht so. Ey, da ist etwas drin, aber es ist zu dunkel, um es zu erkennen. Was zum. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Apparatur? Oh mein Gott! Du musst uns verarschen, Digga! Was ist jetzt los?